Reise bis hierher. Tod reiste weiter und fand noch immer Verderben. Das Licht und die Höllenwache waren verloren. Aber Arafels Weisheit schien hell in der Finsternis und bahnte allen den Weg. Den Walk of Fame. Okay. Und damit schreiten wir weiter zu Let's Play Darksiders 2. Ich erinnere mich, in der letzten Folge haben wir hier stolz hier unser Werk. Nein, Quatsch. Ich würde euch keine Engel töten. Zumindest diesmal nicht. Gut. In diesem wunderschönen Vorspann wieder haben wir die geile Uriel gesehen, die uns den Stab von Arafel überreicht. Der Stab gaben wir den Arkon, der mir irgendwie quer im Magen noch liegt. Ich weiß nicht, irgendwie macht er mir Kopf zu brechen. So, jetzt schaue ich mal, ob mein Plan funktioniert. Ich glaube, das ist schon so geplant. Wenn es funktioniert, das ist das absolut krank, das Rätsel. Aber gut. Wie schon gesagt, dieser Arkon liegt mir noch etwas quer im Magen. Krass. So muss das laufen. Gut. Dieser fiese Arkon. Ah. Auf jeden Fall sind wir hier in der Elfenbein-Zitadelle. Wenn ich das richtig verstanden habe, eine Art riesengroße Bibliothek. Okay. Hier haben wir mal das. Jetzt brauchen wir noch irgendwo ein, also das Gegenstück zu diesem Teil. Und unten haben wir etwas. Ist es das? Ich weiß nicht so recht. Yep, ich glaube, es ist es. Aber ich bin etwas falsch platziert. Ach nein, das ist das. Schön. Okay. Offenbar haben wir hier mal einen Kanal gereinigt. Folgen wir mal den Flusslauf. Das schaut zumindest mal richtig aus. Achso. Lauf, Tod, lauf um dein Leben. Mann, das ist ein Sprichwort. Lauf, Tod, um dein Leben. Ach ja. Egal. Auf jeden Fall, in dieser Elfenbein-Zitadelle suche ich zwar noch das Elfenbein, aber gut. Was war das? Schön. Schön. Geht es hier auf? Offensichtlich. Habt ihr es auch gerade gesehen oder... oder bin ich betrunken? Oder ich haie? Egal. Ist mir beides recht. Diese Blutspur gefällt mir sehr. Kann ich den guten Mann da drüben runterballern? Offensichtlich nicht. Oh. Armer toter Engel. Aha. Offensichtlich muss ich hier... Schnauze. Sag ich mal ruhig, wenn ich etwas erklären will. Splash. So. Offensichtlich muss ich hier dreimal Wasserreinigung machen. Das Wasser klären im Klärwerk. Auf das die Scheiße versickert und nur das frische, klare Trinkwasser übrig bleibt. Im Grunde der Sinn eines Klärwerks. Natürlich verfolgen wir ein anderes Ziel als Trinkwasser. Trinkwasser hat man ja, wenn man den Wasserhahn aufdreht. Und sowieso.
Ladevorgang. Ist das nice? Okay, das sieht etwas größer aus. So. Eine Kiste. Dort ist die Bombe. Dort ist eine Truhe. Okay, offensichtlich kommt man nur von der anderen Seite hier ran. Hier geht es irgendwo runter. Dort oben ist ein verschlossenes Tor. Ach, ein toter Engel. Wenn es ein Schloss gibt, da gibt es auch einen Schlüssel. Nicht unbedingt. Aber wie dem auch sei. Was ist das? Ein verdorbener Champignon. Tja. Du hast keine Chance gegen mich, Junge. Bam. Bam. Deine Mutter höchstens. Die habe ich schon besiegt, da warst du noch nicht auf der Welt. Bam. 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 Tot. Oh. Offenbar war es das noch nicht. Wie ich auf diese Idee komme, dass es das noch nicht war. Oh mein Gott. Los, meine Vögel. Ich vögel dich. Das ist das Adjektiv dieser... Adjektiv, das Verb dieser... dieses Zaubers. Zack, zack. Ach, was willst du? Verzieh dich. Du hast doch keine Chance gegen mich. Mal, du hast eine Chance gegen mich. Verdorbener Champion. Zack. 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 Langsam geht das Kämpfen. Ja, langsam geht das. Führt hier ein Weg hinab? Toll. Ich bin gleich runtergesprungen. Warum leicht? Hey, wir haben die ganze Ausrüstung schön. Ich frage mich, was diese zwei Fähigkeiten dort sind. Solange das nicht irgendetwas Positives, etwas Passives, so wie dieser Lockstein ist. Nein, wir werden schon sehen. Eine Schenge. Eine unheilvolle Schenge. So, hier eine unheilvolle Keule des Blitzes. It's nice. Ich verliere Widerstand, kritischen Schaden und Frostschaden, bekomme Blitzschaden, Durchschlagschaden und ja, 20 Schadenspunkte mehr. Keule habe ich eh lange Zeit nicht mehr eingesetzt. Nee, Magie. Wäh. Federlich. Zack. Okay, das funktioniert schon mal. Okay. Okay. Ja. Was ist das für ein Teil dort gewesen? Was sind das für komische Wesen? Nicht ihr. Was ihr seid, wie es weiß. Was ihr seid, das weiß ich schon. Ihr seid nutzlos. Auch wenn ich kein riesen gewaltiger Fan dieser Keule bin. Oder Keule, was sagst du dazu? So. Ach was. Ihr seht mir vielleicht welche. So. Dann muss ich nur noch das zweite Teil. Ach nein. Wie soll denn das? Ja. Toll. Die Reichweite ist begrenzt. Und zack, 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 zack. Cool.
soll ich jetzt mit dem machen? Dass ich hier etwas machen muss und dann... Ich gehe dann weiter und... So weiter und so fort. Ihr versteht. Nicht, dass ich dann... umsonst weiter renne. Und hepp. Tja. Offensichtlich schon mehr. Cool, was ist das? Ach, keine Abkürzung, oder? Toll. Gut, dann bin ich wieder hier. Aber das Ding dort unten bringt mir jetzt nichts, oder? Nein, hier war ich doch schon. Nein, dort oben ist eine normale Bombe. Diese schwarzen Steine sehe ich hier nicht einmal. Hm. Was haben wir hier? Dich nicht! Das sieht mir nach einem Rätsel aus. Zwei Hebel, was bringen die? Aha, okay. Warte, lass mich kurz nachdenken. Das da hin. Das dann hier rüber. Repliziert mal Daumen. Okay. Okay. Mal sehen, was meine Theorie kann. Falsch. Dann müsste der hier doch die andere Plattform senken, oder? Genau. So. Warum heißt das jetzt? Zack. Zack. So, dann lässt du los. So. Dann platzierst du durch das Portal ein weiteres Portal. So. Du machst jetzt das andere weg. Nein, in diese Richtung. Braver kleiner Tod. Okay. So. Du springst jetzt durch. Seht ihr das? So löst man ein Rätsel bei Darksiders 2. So. Das ging ja jetzt relativ gut. Zweifel, dass das immer so weitergeht. Okay, hier geht es mal rein. Hier komme ich noch nicht rein. Offensichtlich. Offenbar. Da komme ich hier raus, oder was? Nein, ihr seid fies. Ich mag euch nicht. So. Was ist das? Säubert die Wunde. Die einzige Wunde, die ist jetzt säubert, seid ihr, verdammt! Nicht cool. Ihr könnt Tod nicht fast töten. Es ist gegen den Glauben des Todes. Oder irgendwie in der Richtung. Ah, das ist der Schlüssel. Toll. Okay. Dann geh mal hier rauf. Mir scheint, dass diese Elfenbeinzitadelle sehr auf Rätsel aufgebaut ist. Mann, ich hoffe, das wird nicht noch schlimmer mit den Rätseln. Ich mag keine Rätsel. Ja, meine Let's Plays mag ich keine Rätsel. Dann. Ich möchte nicht. Dass ich mich blamiere. Versteht ihr? Nicht, dass ich hier irgendwo etwas übersehe und dann ihr... Mensch, das ist doch ganz offensichtlich. Schau dir das doch mal an, verdammt. Tja, ich lasse euch mal mit diesem Gedanken alleine. Denkt darüber nach, wenn ihr wollt. Wenn nicht, ist mir auch relativ egal. Hauptsache... Ihr findet Freude an diesem Let's Play, dann bin ich auch fröhlich und glücklich. Und damit sage ich, bis zur nächsten Folge von Let's Play Darksiders 2.
Tschüss.